Leider hat das EU-Parlament gegen die Stimmen der FDP-Abgeordneten ein de facto Verbrennerverbot ab 2035 beschlossen. Ich halte das für einen Fehler. Ich halte das für einen Fehler nicht, weil ich gegen die Elektromobilität bin. Im Gegenteil, ich habe selber seit diesem Jahr ein E-Auto. Aber meine Damen und Herren, ich bin für Technologieoffenheit. Entweder E-Autos sind technologisch in jeder Hinsicht überlegen, dann setzen die sich sowieso am Markt durch und es gibt keinen Grund, alternative Möglichkeiten zu verbieten. Oder es gibt weiterhin Anwendungsbereiche, bei denen Verbrenner die bessere Lösung bleibt und dann wäre ein Verbot schädlich.